Hallo liebe YouTuber, es gibt im Leben ganz viele schöne und traurige Anlässe und heute haben wir mal ein Blumengesteck für einen würdigen Abschied und deswegen machen wir heute mal ein schönes parallel gestecktes, schönes Trauergesteck und ich habe auch ganz, ganz tolle Blumen dazu mitgebracht, weil für den traurigen Anlass soll es auch was Farbenfrohes sein und eine tolle Basis. Das heißt, ich zeige euch jetzt erstmal die Blumen, die wir haben. Also wir haben hier richtig, richtig schöne Löwenmäulchen in Bordeaux, weil die Kunden wollten gerne ein Bordeaux-Farben haben. Und wir haben auch ganz tolle Dahlien. Kann man gerne mal ein bisschen näher zeigen auch. Wunderschöne Dahlien, die bringen also eine ganz tolle Farbwirkung und haben hier noch so schöne Streifen drin. Und damit es farbenfroh wird, haben wir halt auch schöne gelbe Lilien und den sommerlich-wiesigen Charakter mit den Gräsern, die Rosen. Und damit wir auch in der Basis schöne kleine Blüten haben, haben wir so als Dromerien, das ist eine Inka-Lilie, gesammelt. Und der Clou ist eigentlich, und das kann ich jetzt gerne nochmal näher zeigen, wenn wir ein höheres Gesteck machen, dann brauchen wir immer ein Drahtgitter in der Steckmasse. Ja, ich zeige das jetzt mal, das hat hier so ein Drahtgitter. Das hat also den Vorteil, wenn wir die Blüten stecken, dann können die nicht umkippen und ausreißen, sondern in diesem Drahtgitter halten die richtig schön fest. Und damit man das gut tragen kann, gibt es ja noch ein Holzbrett. Das ist also eine super Basis, um sowas zu stecken. Und ja, wir haben also unsere Steckmasse ins Wasser geworfen. Ja, mal so kopfüber. Ja, man merkt schon, wenn ich es kippe, dann läuft das Wasser schon raus. Ich wollte also nicht einweichen im Video und wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie man das steckt und was es da für wichtige Aspekte dabei gibt. Wir legen dann mal gleich los. So, ganz wichtig ist, dass man bei so einem Gesteck die Steckmasse nicht sieht. Also wir wollen immer, dass man die Basis nicht sieht und wir stecken also auch schön parallel, so dass das wunderbar abgedeckt ist. Also das Holzbrettchen, das ist tatsächlich nur am Anfang sichtbar und dann nicht mehr. Man sieht auch, man kann schön diese Aralienblätter stecken und dazwischen wieder auch Kirschlorbeer aus dem Garten verwenden. Das ist natürlich super und da kann man auch so ein paar kleine Stücke, die vielleicht zu kurz sind für die Sträuße, die kann man auch super verwenden. Ja, und also erstmal untenrum diese, ja, wir nennen es immer die Basis und wir machen auch dann so ein paar kleine Schnipselchen, Pistazie, kann man auch Efeu nehmen, kann man dann sehr schön stecken. Bei jedem Blatt, das wir stecken, das ist also auch wieder so ein Automatismus, einfach wenn ich das an den Händen sehe, da machen wir Floristen einen schrägen Anschnitt, ganz, ganz wichtig, damit zum einen kann man es gut stecken und zum anderen, ja, das ist jetzt ein schönes Fungienblatt. Zum einen kann man es gut stecken und zum anderen wird natürlich dann auch das Grün, genauso wie auch bei den Blüten, super versorgt. Ja, so, ich gehe mal einen Schritt zurück. Hier sieht man also sehr schön, wie das entsteht. Wir grünen die Mitte aus. Wenn wir nachher alles mit Blumen ja, zugesteckt hätten, zuerst dann würden wir nicht mehr so schön ausgrünen können. So eine gewisse lockere Basis ist wichtig. Aber nicht zu viel stecken und nicht zu wenig. Des Weiteren haben wir einen wunderschönen China-Schilf in unserem Flower-Style-Garten. Und der ist echt mega. Und der macht natürlich auch richtig, richtig toll Höhe. Und das gibt es nur im Sommer, diese schönen Gräser. Im Herbst trocknen die ein und wir schneiden die dann ab. Und ich zeige euch auch noch gleich im Garten, wie dieser China-Schilf aussieht. Und wir stecken dieses Gesteck parallel aus dem ganz einfachen Grund, wir wollen ein hohes Gesteck, wir wollen möglichst wenig Blüten verwenden. Wenn wir in die Breite stecken würden, dann müssten wir mehr Blüten verwenden. Und hier nehmen wir jetzt verschiedene Höhen, wir stecken verschiedene Höhen von dem Löwenmaul. Und ich darf gerade mal von hinten rangehen. Ganz wichtig ist, dass man eine schöne Mitte steckt. Ja, dass die Mitte ist der höchste Punkt und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe neulich von jemandem ein Gesteck gesehen, da war mittig ein Kirschlorbeerblatt und die Mitte soll doch die Blüte und das Gras sein.
Wir verwenden ganz bewusst verschiedene Blütenformen. Zu dem zierlichen kleinen Löwenmaul stecken wir die gelbe Lilie mit ihren prächtigen, wunderschönen großen Blüten, die also einen ganz tollen Farbklecks bringt und eine wunderschöne Farbwirkung. Und man sieht auch durch das Löwenmaul hindurch, ich zeige es mal von oben, sieht man auch ganz toll die Lilienblüten. Das heißt, es ist also von allen Seiten sehr dekorativ. Gestalterisch ist es sehr schön, wenn die aufrecht wachsenden, also wie die Löwenmäulchen, die aufrecht wachsenden Blüten oben sind. Und es ist in Gestecken immer schön, wenn runde Blüten, also so Rosen, nehmen wir auch gern Mondkapseln, ja, wenn etwas Rundes in der Basis ist, das rundet sehr schön ab und das macht das Gesteck dann stimmig für das Auge. Wir haben noch, Kunden gibt es auch, aber hier kommen jetzt noch auf die runden Blüten in die Basis, genau von denen ich spreche, aber jetzt läutet das Telefon und das Gesteck wird weiter angefertigt. Ich gehe mal kurz ans Telefon. So wie zur Bestätigung meiner Theorie haben wir jetzt die runden Blüten, die schönen, wunderschönen runden Dahlienköpfe, die haben wir also in der Basis angeordnet und es ist auch immer wichtig, dass die Verbindung zur Basis, dass es auch Blüten gibt, die so schön unten gesteckt sind, die eben diese Verbindung zum Boden haben, weil ansonsten sieht das Gesteck immer aus, als ob das abheben würde. Ja, das ist häufig, wenn jemand noch nicht so oft gesteckt hat, dass das gestalterisch so etwas in die Luft geht, das Gesteck. Und damit es nicht der Fall ist, stecken wir nicht nur oben die Blüten, sondern auch unten. In der Floristik ist die Definition bunt, wenn wir mehr als drei Farben verwenden. Der Kundenwunsch war bunt und wir haben jetzt, wir haben bunt, also wir haben Bordeaux, Gelb, Pink, Weiß. Insofern ist das Gesteck definitiv bunt und hat auch sehr schön verschiedene Blütenformen. Das macht es dann auch sehr lebendig und ansprechend. Die kleinen weißen Blüten, das ist eine Inka-Lilie oder auch als Dromerie genannt, mit ihrer hübschen, gestreiften Blütenform, das ist eine nicht duftende Lilienart, super schön und sehr, sehr lange haltbar. Die sind jetzt Gott sei Dank auch toll aufgeblüht, die wir hier verwenden, weil die brauchen nämlich ein paar Tage, bis die aufblühen. Und dann wären sie ja für unseren Zweck leider nicht verwendbar, aber so sind sie natürlich perfekt. Wenn wir so viele Blüten in diese Steckmasse stecken, ist es auch völlig normal, dass irgendwann durch die Wasserverdrängung in der Steckmasse dieses Gesteck anfängt, das Wasser anfängt zu laufen. Deswegen entweder man macht von Anfang an gleich ein Geschirrtuch drunter oder wir mussten uns jetzt auch mit dem Geschirrtuch kurz helfen, dass nicht alles vom Tisch läuft.
und fangen das einfach mal schnell auf. Wobei das bei uns hier in der Werkstatt nicht so schlimm ist, wenn Wasser läuft. Aber bei dir zu Hause ist das natürlich nicht so lustig. Es ist auch schön, noch ein paar Knospen von den Dahlien zu stecken. Sind auch sehr dekorativ. Das macht immer die Mischung aus den großen und kleinen Blüten. Mein Spruch dazu ist immer, das Auge will beschäftigt sein. So, ich mache gerade noch mal kleine Pistazienblätter hier weg. Jetzt haben wir ganz viel über die Blüten gesprochen, über die Anordnung, haben dieses Gesteck mal umgedreht und natürlich ist von hinten noch die Steckmasse sichtbar. Also Löcher mit der Steckmasse, man sieht auch von hinten ist es also sehr ansehnlich, aber Löcher in der Steckmasse wollen wir natürlich nicht sehen und deswegen wird jetzt die Steckmasse einfach mit kleinem Grün, mit Efeu, mit Pistazie, die wird zugesteckt und wir wollen immer die Technik verdecken. Steckmasse soll immer vom Grün verdeckt sein. Und die wird jetzt auch noch hier schön ordentlich abgedeckt. Was natürlich mit größeren Blättern schneller und einfacher geht. Und je mehr kleine Fitzel man verwendet, desto länger braucht man. Also, das kann man sich überlegen. Es ist natürlich auch perfekt, um ein paar Efeu-Schnipsel, ein paar Reste zu verwenden. Die kann man dann sehr, sehr gut dafür gebrauchen. Also, alles wird gebraucht. Immer aufheben und immer ökonomisch denken. Das ist ganz wichtig. So, also nachdem wir jetzt Schritt für Schritt gezeigt haben, wie das gesteckt wird, ist auch mal ganz schön, wenn man das in Relation zur lebendigen Person sieht. Und das ist also jetzt unser fertiggestelltes Werk. Warum ein Gesteck? Und es ist natürlich praktischer als ein Kranz, weil man braucht mit dem Kranz immer einen Kranzständer, dass der auch ein schönes Höhenprofil hat. So ein Gesteck hat schon so ein tolles Höhenprofil, man kann das hinstellen und das hat immer sehr, sehr viel Wirkung. Und mit parallel gesteckt brauchen wir, wie gesagt, nicht so viel Material, wie wenn wir jetzt noch in die Breite gehen würden. Da bräuchten wir eine ganz andere Blumenmenge und können doch mit diesen schönen Blüten eine tolle Anordnung und einfach eine wunderschöne Wirkung für einen würdigen Abschied bieten. Des Weiteren kommt noch eine schöne Schleife dazu, also als Abschiedsgruß. Und ja, das war für heute mal was eine ganz andere Arbeit, mal auch ein trauriger Anlass, aber Freud und Leid gehören zum Leben. Und ich hoffe, dass euch hat das Video gefallen. Freue mich über Kommentare und bleibt dran an meinem Kanal. Und bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss! Thank you.